Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin erstmal verschluckt. Ja, wir sind nach langer, langer, langer Zeit mal wieder im Bikepark OE. Und ja, ich war das noch gar nicht mit dem Norco hier. Also zumindest, wo der Lift an war. Und wir werden heute einen ganz entspannten Tag hier verbringen, weil ja, alles ist ja durch Green Hill einfach extrem leer. Deswegen hatten wir die Hoffnung, dass auch hier wenig los ist heute. Und wir werden jetzt gleich unten uns die Lift-Tickets holen. Haben hier oben geparkt, ganz entspannt ausgepackt. Und ja, eigentlich wollten Steve und Marvin auch noch kommen. Aber die lassen auf sich warten, Leute. Ja. Ach ja, und der Thomas und der Jerry wollen auch noch kommen später. Aber wir werden mal sehen, wann es soweit ist. Wir werden auf jeden Fall erstmal ganz gemütlich ein bisschen rollen. Und mein Ziel ist heute, der Michi hier ja den Park so ein bisschen näher zu bringen. Weil, ja, die auch erst einmal richtig hier war. Und das nehmen wir uns heute zur Aufgabe. Bis gleich auf der GoPro. Der Plan. Nein, wir machen jetzt. Bringen dir einfach alles im Bikepark OE bald. Hier. Ja, damit du alles siehst. Ja, ich will ja auch nicht, dass du jetzt alles hier springst. Wir sind dann also als allererstes mal auf den Flow gestartet. Das ist eine ganz entspannte, flowige Line hier im Bikepark OE. Allerdings ein bisschen anders als manche andere Flowline, denn wir haben hier auch mal zwischendurch so ein paar Wurzeln, über die man drüber springt und so abgesägte Baumstämme. Außerdem immer mal wieder ein paar kleine Jumps oder Doubles, die man entweder einfach überrollt oder wirklich halt doubled. Für eine Runde zum Warmrollen oder halt als Anfänger ist die Line echt optimal, weil sie macht halt wirklich Bock, es ist nichts Wildes drauf, nichts Gefährliches und deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, als allererstes die Flowline zu fahren. Nach dem Warmrollen sind wir dann auf die Freeride Line gestartet. Hier haben wir dann ausgemacht, dass wir erstmal einfach nur alle Chicken Lines fahren. Das heißt, im oberen Teil die Sprünge einfach alle umfahren, nichts Wildes, in einem ganz entspannten Tempo, damit man sich die Strecke ein bisschen einprägen kann. Im Bikepark OE ist es super easy, sich die Strecken einzuprägen, da die Lines einfach nicht sehr lang sind und man relativ schnell wieder oben ist. Man macht hier nicht so viele Höhenmeter, das bedeutet, man kann die Strecke super schnell auswendig lernen und sich Feature für Feature einzeln dann erarbeiten. Dann aber jetzt auch bitte die einfachen Sachen fahren, bis dahin. Es gibt ja auch so wildere Stufen und so. Wir fahren den Stein und den Stufen vorbei. Ja. Als nächstes wollten wir uns die Downhill-Line vornehmen.
Hier wird es so ein bisschen ruppiger in manchen Stellen und ein klein bisschen technischer. Und die Sprünge unten sind auch ein bisschen anders gebaut, allerdings kann man auch hier, wie in allen anderen Lines, ziemlich viel kombinieren. Außerdem stand für die Michi hier auf diesem letzten Holzelement, was jetzt gleich kommt, so eine kleine Challenge an, denn da ist so ein Mini-Drop, der darunter kommt. Und ja, Stück für Stück wollten wir uns ja so das ein oder andere Ding hier dann im Bikepark OER arbeiten, weil ich mir sicher war, dass sie das auf jeden Fall easy fahren kann. Im vorletzten Teil der Downhill-Line ist dann irgendwann die Linienwahl ziemlich entscheidend. Und auch hier habe ich noch zum Beispiel ja, oft Probleme, die richtige Linie zu finden. Obwohl ich mir das echt schon oft beim Thomas in Videos abgeguckt habe und halt auch bei einem Young Guns Training schon mal dabei gewesen bin, wo das Ganze durchgenommen worden ist. Also, naja, also ich muss sagen, die Linienwahl hier ist immer noch so eine kleine Challenge. An ein paar Sachen kann man auch vorbeifahren, wie den Stufen zum Beispiel oder dem Bachgap unten. Allerdings ist es wirklich so, dass man hier so ein bisschen sich auskennen muss. Außerdem ist der kleine Drop mittlerweile weg, weil der war ein bisschen morsch. Und jetzt hat man da so ein kleines Stückchen Steilabfahrt dabei. Jetzt hatten wir uns jede Line so ein bisschen angeschaut und es ging einfach nur noch darum, Abfahrten zu sammeln und ein bisschen Spaß zu haben. Deswegen jetzt hier einmal eine ganze Abfahrt von der Michi. Ich habe euch ja erzählt, dass der Thomas noch vorbeikommen wollte und mir graute es ehrlich gesagt immer so ein bisschen, wenn der Thomas in den Park kommt, wenn ich auch da bin. Und das liegt einfach daran, dass ich mich mit dem Thomas hier in Olpe immer wieder neuen Herausforderungen gestellt habe. Und heute hatte ich es einfach im Gefühl und es war mir eigentlich von Anfang an klar, dass wenn der Thomas heute vorbeikommt, wir haben hier nur irgendwie ein Stündchen Zeit zusammen Lift zu fahren. Dann stand mir ja, das Rasenrennen-Gap bevor. Na ja, das sieht so neu aus, das Fahrrad. Das ist heute extra für dich quasi Jungfernfahrt. Jungfernfahrt, nur für Daniel Teil. Warum steht denn da Amy Lee drauf? Ist das, ja, heißt sie so? Das Fahrrad ist so gut, dass das wieder mal einen klassischen Fahrradnamen bekommt. So lang.
Ja, springen wir, ne? Den Road Gap. Der Marvin ist das gesprungen. Ja, der Marvin, Alter. Ich doch nicht. Nee, also habe ich noch nicht gemacht, aber nee. Niemals. Niemals. Zum Glück hast du die Magura gehabt, dass sie dich gebremst haben. Digga, was ist das? Der spinnt doch. Warum fährt denn der sowas? Nee. Nee. Ich glaube, ich fahre hier runter. Eigentlich hört man das ja von da, ne? Ja. Wir wollen jetzt aber hier hin. So, kurzer Stopp. Ihr habt ja eben das Video gesehen von Steve und mir. Das war einer unserer ersten Besuche hier im Bikepark OE. Und in diesem Moment haben wir uns gesagt, das springen wir niemals. So etwas ist überhaupt nicht möglich. Sowas brauchen wir nicht. Sowas wollen wir nicht. Und ich war mir schon eigentlich sicher, dass ich das Road Gap hier in Olpe springen könnte. Allerdings hat man echt schon oft irgendwie Unfälle gesehen. Und ich habe mich auch echt lange vor diesem Gap gedrückt, weswegen ich mir dann einfach immer wieder im Kopf gemacht habe. Und ich kann euch eins sagen, Leute. Ich fahre immer so die Devise, ich fahre einen Sprung, wenn ich mich wirklich bereit fühle. Das heißt, wenn ich Bock darauf habe, wenn ich weiß, ich kann das zu 100% und ich habe einfach ein bisschen Herzklopfen dabei, dann ist das Ganze für mich in Ordnung und dann wage ich mich an diese Sprünge. Allerdings habe ich mich echt vor diesem Sprung so lange gedrückt, dass ich extrem erleichtert gewesen bin, als ich es dann hinter mir hatte. Von hier nur rollen lassen? Hinter mich? Nur rollen lassen, du guckst die ganze Zeit auf den Thomas-Schriftzug, gehst in den Kniebeugen-Gorilla, damit wir den Gorilla jetzt auch nicht falsch interpretieren. Ja. Und genieß das einfach. Okay. Bist du ready, Daniel? Ja. Okay. Auf drei, ja? Ja. 1, 2, 3 und los. Krass. Kopf gemacht, oder? Ja, es ist ein bisschen schneller als der 1,50 Drop. Aber dafür weicher, ne? Weicher, aber von der Airtime gleich. Genauso ist übrigens hier der Bowler, ne? Da muss man auch nichts machen. Den fährt man einfach nur und du genießt die geile Landung. Ist genau der gleiche Teil. Leute, ich kann euch nicht sagen, wie erleichtert ich noch den ganzen Abend war, dass ich endlich dieses Road Gap hinter mich gebracht habe. Und es war tatsächlich so, wie Thomas gesagt hatte. Er hatte mal irgendwann in den Wochen davor gesagt, als Michi und Thomas sich darüber unterhalten hatten, wegen dem Road Gap, weil wir gerade irgendwie daneben standen, dass das bald für mich ja auf der To-Do-List steht und ich das eigentlich auch schon kann, nur noch nicht weiß. Und eigentlich wusste ich es schon. Ich war mir sicher, dass ich das easy machen kann. Allerdings spielt die mentale Hürde einfach eine unglaublich große Rolle. Ich habe allgemein das Gefühl, dass hier, wenn man die Basics schon ganz gut kann und so ein bisschen Technik mittlerweile gelernt hat, dass beim Mountainbiken sich ganz, ganz viel um mentale Challenges dreht. So wie auch im ganzen Leben. Und ich finde allgemein, dass das Mountainbiken einem ziemlich, ziemlich viel lernen kann. Und ich werde auch auf jeden Fall dazu nochmal ein gesondertes Video machen, denn ich finde das einfach ein super spannendes Thema. Ich bin auf jeden Fall super dankbar, dass Herr Thomas mich endlich über dieses Gap gezogen hat und ich freue mich jetzt auch mit ganz viel Herzklopfen auf die nächsten Herausforderungen. Also in diesem Sinne geht es jetzt ab in die Parkplatz-Action. Also, ich dachte, hast du das gehört? Die hatten Leon. Nicht mehr, den haben wir abgegeben. Ne, die vermisst den. Ja, der war schon ein bisschen geiler. Aber das auch okay. Was ist das? Yo, 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 mein Friends. Yo, yo, yo. ja. Was denn gleich? Das Outro machen heute. Was machen wir? Ja, du machst heute das Outro wieder, weil du so lange nicht da warst. Jetzt bist du ja back on Bike. Ja,
Ja, gut. In diesem Sinne, Leute. Also, wenn man Bäume mag, ne? Liebt man die Blätter. Liebt man die Blätter. Und wenn man die Blätter liebt, dann mag man die Bäume. Und wenn man die Bäume mag, dann liebt man die Blätter. Und wenn man die Blätter liebt, lebt man die Bäume. Denn Wurzeln sind geil aus Holz. Und manchmal auch ein bisschen scheiße. Chemisch. Das ist es. Ja, das war, glaube ich, das allerbeste Intro ever. Also ist das nicht ein Outro? Outro. Jetzt müssen wir nochmal von vorne. Jetzt müssen wir nochmal von vorne. Also, wer Bäume mag. Das ist ja. Ja, Leute, wir müssen jetzt mal hier einpacken, weil wir haben alle Hunger. Und ja, nach langer Zeit mal wieder in Olpe ordentlich gefahren mit Lift und nicht einfach so mit dem E-Bike, ne? War auf jeden Fall mega cool. Irgendwie zu kurz. Ich muss irgendwie länger hier sein, habe ich das Gefühl. Und ich freue mich auf jeden Fall schon aufs nächste Mal. Und ich hoffe, dass der Sender-Steve jetzt öfter wieder dabei ist. Das ist schlecht. Sender-Steve, bist du jetzt öfter wieder auf dem Bike? Ja, ich denke, so in 7 bis 8 Monaten fahre ich nochmal. Alles klar, da freuen wir uns schon drauf, wenn der Steve wieder dabei ist. Das ist schlecht, weil Airbag. Lasst gerne ein Abo da, denn ihr wollt auf keinen Fall verpassen, dass der Sender Steve wieder auf dem Bike steht. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao, ciao.